alle Menschen, im Osten wie im Westen, lieben Blumen. In Japan aber entwickelte sich das Blumenstecken sogar zu einer selbstständigen Kunst. Ikebana. Anfangs wurden die Blumen für Götter und für Buddha gesteckt. Im Mittelalter wurden sie hauptsächlich für hochgeehrte Gäste gestaltet. Heute steckt man Ikebana für sich selbst. Aus Freude an der Schönheit und zur Selbsterziehung. Und dies nicht nur in Japan, sondern auch in der westlichen Welt. Ikebana ist eine wundervolle Möglichkeit, Natur in die Räume unseres täglichen Lebens zu bringen. Ikebana hat viele Stilrichtungen. In den letzten 50 Jahren hat sich neben den klassischen ein freier Stil entwickelt. Diese Arrangements sind nicht gebunden an die traditionellen Gestaltungsregeln. Sie sind frei von Einschränkungen in der Form und in der Art der Gefäße, aber mit bewusster künstlerischer Intention. Dass man fast jeden Gegenstand des täglichen Lebens als Vase für ein Blumenarrangement verwenden kann, zeigt uns Kikuto Sakagawa. Er benutzt dazu eine Küchenwaage, ebenso wie Bratpfannen, Brotkörbchen, Nähkästchen, einen Einkaufskorb oder originelle Flaschen. Das Gesteck, das hier in einer feuerfesten Ente entsteht, ist als Tischdekoration für ein Wildessen ebenso attraktiv wie für ein rustikales, kaltes Buffet. Iris, Lilien, Rohrkolben, Lysianthus und Chrysanthemen werden den Tonkörper der Ente in ein kleines, lebendes Kunstwerk verwandeln. Sehr elegant ist die Komposition von japanischen Quittenzweigen mit farblich abgestimmten kleinen Chrysanthemen in Teekanne und Zuckerdose. Bei solchen freien Ikebana-Arrangements stehen die Persönlichkeit und die Kreativität des Künstlers im Vordergrund. Es gibt keine festen Arbeitsanleitungen. Alles ist erlaubt. Oft aber beeinflussen die seit Jahrhunderten überlieferten Regeln, bewusst oder unbewusst, den Gestalter.
Es ist nicht nur die Schönheit und das dekorative Element des fertigen Arrangements, dass sich heute so viele Menschen für die Kunst des Blumensteckens interessieren. Es ist vor allem die Tätigkeit selbst. Es erfordert eine lange Schulung der Augen, um das Wesen der Ikebana-Gestecke zu verstehen und eine noch längere Zeit, eigene Schöpfungen zu verwirklichen. Sollte man sich diese Zeit nicht nehmen?